Hallo Konfuzeier, wir müssen reden. Heute mal ein anderes Video, als ich eigentlich als zweites in dieser Woche gedacht habe. Aber mehr dazu nach dem Intro. Hallo, hier ist wieder eure Josie und ich hatte eigentlich vor, heute ein Video zu machen über die Einstellungen und die Menüs in meiner Kamera. Aber ich habe die Woche einen Podcast gehört von lieben Kollegen hier auf YouTube, die regelmäßig Podcasts veröffentlichen. Und dabei ist mir ein Thema untergekommen, wo ich gedacht habe, darüber musst du reden. Es betrifft dich persönlich selbst. Und ja, eigentlich sollte heute in unserer Zeit nicht mehr so gedacht werden. Doch gibt es immer wieder auch dumme Menschen leider. Und ich will mir dieses Thema einfach mal vornehmen. Und zwar geht es um das Thema Transgendern und ja, alles, was damit zu tun hat, so ein bisschen so, ja, diese Bubble. Ich selbst gehöre in diese Bubble, aber auf eine Art, ich gehe damit um, weil es mein Alltag ist. Ich habe damit mittlerweile wenig Probleme, andere haben vielleicht mehr Probleme damit, aber ich respektiere auch die Meinung von Leuten, die nicht das Ganze so sehen, wie ich es sehe. Und wenn ich dann höre, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr stattfinden oder abgesagt werden oder dagegen vorgegangen wird, nur weil es nicht der Meinung entspricht, dann geht mir das gegen den Strich. Zum einen mal dieses ganze Gegendere. Sternchen innen und so weiter. Das ist gut gemeint. Gott behüte, dass ich es verteufeln würde, aber manchmal geht es mir einfach auf den Keks. Früher wurde für einen Metzger auch der Begriff genommen, wenn eine Frau den Beruf ausgeübt hat, war zwar selten oder kam nicht so oft vor, aber selbst da war ein Metzger und nicht ein Metzgerin. Also völliger Unsinn. Und er hat vielleicht gesagt, okay, das ist eine Metzgerin. Passt ja auch, ist ja auch in Ordnung. Warum muss man immer alles verschandeln in der Sprache? Das ist völliger Unsinn. Ich habe eine Bekannte, die ist Dachdeckerin. Nicht unbedingt der Beruf, den man einer Frau zuordnen würde. Trotzdem finde ich es gut. Warum nicht? Wenn ihr der Beruf Spaß gemacht hat oder sie ihn lernen wollt, bitteschön. Trotzdem muss man da nicht dieses ganze Gegendere. Und jetzt, warum ich dieses Video mache, die Humboldt-Universität in Berlin. Ich war vor kurzem dort und deswegen ist das gerade präsent für mich. Hat einen Vortrag abgesagt und ihn dann wieder eingesetzt. Warum haben sie ihn abgesagt? Weil es Proteste dagegen gab. Ich verstehe, dass man als Universität nicht unbedingt Streit und Zoff heraufbeschwören möchte. Trotzdem finde ich diesen Weg nicht gut, denn er zerstört die Möglichkeit der Diskussion über das Thema. Wer hat dagegen gewettert? Nicht etwa die Leute, die es betrifft, oder nur weniger, sondern hauptsächlich linke Aktivisten und ein Arbeitskreis, der in der Humboldt-Universität beheimatet ist, nämlich der Arbeitskreis kritischer Juristen. Sorry, Juristen? Schön, ihr solltet aber wissen, dass nicht immer nur eine Meinung gilt. Gut. Wie gesagt, der Vortrag sollte gehalten werden, wurde dann abgesagt wegen kritischer Sicherheitsbedenken, weil man Angst hatte, dass es zu Ausschreitungen kommt. Auf der einen Seite eine gute Sache, auf der anderen Seite nicht. Was dann allerdings wieder passiert ist, dass man von dem, was man gesagt hat, zurückgerudert ist. Die Humboldt-Universität hat den Vortrag dann doch stattfinden lassen. Einige Tage später, ist jetzt schon ein paar Tage her, nämlich am 14.07. fand das dann statt. Und es wirft kein gutes Licht auf die Humboldt-Universität.
Versteht mich nicht falsch, ich finde es gut, dass der Vortrag doch stattgefunden hat, klar, aber man hätte vorher sich darüber Gedanken machen sollen und nicht im Nachhinein. Und ich möchte auch dazu sagen, das, was ich hier sage, ist meine Meinung. Ich selbst als betroffene Person, als Transperson, dass ich nicht unbedingt auch verstecken kann, ich will es auch gar nicht verstecken, weil ich würde mich selbst verleugnen, muss sagen, geht offen mit dem Thema um. Fragt Leute, die davon betroffen sind, lasst sie zur ihrer Meinung zu Wort kommen und hört ihnen zu. Hört aber auch durchaus als Betroffene die Meinung derer, die nicht eurer Meinung sind, die nicht davon betroffen sind. Denn auch sie haben das Recht, ihre Meinung kundzutun. Ja, so viel dazu von mir. Mal ein kritisches Video. Hin und wieder werde ich auf solch kritische Sachen auch mal eingehen und die in meinem Stream, in meinen Videos behandeln, nicht beschäftigen. Und ja, ich hoffe, trotzdem hat euch das Video gefallen. Und wenn dem so ist, ein Daumen hoch natürlich, wie immer, würde mich freuen. Wenn ihr weitere Videos dieser Art oder natürlich über meine Hauptthemen Kamera, Fotografie und Zeichen nicht verpassen wollt, schenkt mir ein Abo und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich auch keins mehr. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder so habt, unten in die Kommentare. Jeder Kommentar wird von mir persönlich beantwortet. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ihr sachlich bleibt und nicht angreifend. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, bleibt kreativ und tschüss!